Die rundum sorglos Tablette, gibt es sie oder nicht? Guten Morgen! Nein, natürlich gibt es sie nicht. Kann es sie auch gar nicht geben, weil jeder Mensch eine unterschiedliche Prädisposition hat. Aber können Multivitaminmedikamente, wie die Werbung beschreibt und bewirbt, für uns Sinn machen? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Es gab in einer 2012 ausgewerteten Studie erstmalig, nachdem man einfach immer nur Umfragen ausgewertet hat, einen breit angelegten Test, wo man über 10 Jahre über 14.000 Menschen täglich ein Placebo oder ein Multivitaminpräparat gegeben hat. Das waren im Übrigen Ärzte, die 14.000, und entsprechend ernsthaft haben sie die Studie auch betrieben. Und herausgekommen ist, dass tatsächlich die Gruppe mit dem Multivitaminpräparat ein geringeres Risiko hatte, an Krebs zu erkranken. Aber natürlich waren die Vitamintabletten wahrscheinlich für den Großteil der Menschen in der Studie ein gefundenes Fressen für den Körper, weil in der Studie kaum Menschen dabei gewesen sind, die nach heutigem Stand der Wissenschaft sich wirklich gesund ernähren. Und dazu zählt ja vor allem der Verzicht auf tierisches Protein und tierische Fette. Tierisches Protein treibt den Insulinspiegel noch schneller und intensiver hoch als Kohlenhydrate. Da hat ja auch der vormals bedeutsame glykämische Index nun heute keine Bedeutung mehr und wurde ersetzt durch den Food-Insulin-Index, wo plötzlich eben Kohlenhydratprodukte als Insulinauslöser Nummer 1 ablösen. Man kann das nicht alles verallgemeinern, aber dazu einfach das Video schauen. Es gibt natürlich auch proteinreiche Produkte, die den Insulinspiegel nicht so stark erhöhen, und wie es auch kohlenhydratreiche Lebensmittel gibt, das wissen wir seit dem glykämischen Index, die wirklich den Insulinspiegel explodieren lassen. Aber oben Infokarten soll heute nicht das Thema sein. Von daher, gerade wenn man auch die Mineralstoffe, die durch Milchprodukte aus den Knochen und den Zähnen herausgelöst werden, um den Körper vor Übersäuerung zu schützen, mit hinzunimmt, hat man mit so einer Ernährung, wo viele tierische Produkte enthalten sind, ja ganz gute Gründe, Nährstoffe in größerer Form zu sich zu nehmen, vor allem auch als der Körper eigentlich braucht. Von daher könnte man aus der Analyse eigentlich dann vielleicht jeden omnivoren Menschen generell nicht von diesen Multivitaminpräparaten abraten oder doch? Es ist natürlich eine unglaubliche Industrie, die hinter den Nahrungsergänzungsmitteln steckt, und die Gewinnspannen, die sind wohl, glaubt man den Medienberichten, immer noch sehr hoch, und das Marketing und der Verkauf, das spielt die größte Rolle in der Gestaltung der Produkte. Und damit ein paar Probleme, die wir damit einhergehend bereden müssen. Zum Beispiel sind gerade von Spurenelementen, die in der benötigten Menge quasi nichts kosten, aber sie auf der Verpackung mit 100% Tagesbedarf total gut machen, immer sehr viele enthalten. Und zwar auch die, welche absolut sicher mit jeglicher Form von Ernährung gedeckt werden können, wie zum Beispiel Mangan und Kupfer, die, wenn sie zu viel eingenommen werden, aber zu Schäden im Zentralnervensystem bei Mangan und zu Leberschäden bei Kupfer führen. Aber ein paar mehr Vitamine und Mineralstoffe mit 100% auf der Packung, das macht sich marketingtechnisch einfach eben besser. Gerade für Kinder sind diese universalen Multivitaminpräparate sogar explizit mit Gefahren verbunden. Kinder unter 10 Jahren sollten zum Beispiel kein zusätzliches Molybdän verwenden. Auch für Magnesium und auch für Zink gibt es Altersempfehlungen, die teilweise bis 17 Jahre reichen. Natürlich gibt es im Einzelfall, gerade bei den Stoffwechselerkrankungen, die Notwendigkeit, einzelne Nährstoffe zu substituieren. Aber wir reden hier von Universalpräparaten. Weiterhin sind nicht nur von den Spurenelementen, sondern auch von Vitaminen oder Mineralstoffen genug neuere Studien unterwegs, die vor einer Überversorgung warnen. Aktuell populärstes Beispiel ist das Calcium, wo man herausgefunden hat, dass eine Überversorgung massive Schäden hervorruft und man sich sogar lieber leicht unterversorgen sollte als zu viel zu sich nehmen. Denn eine massive Erhöhung der Sterblichkeit ist die klare Folge eines zu viel an Calcium. Siehe dazu auch mein Video, wie viel Calcium brauchst du wirklich, wo ich dann auch anhand aktueller Studien aufzeige, wie der Stand der Wissenschaft im Jahre 2016 ist. Wie gesagt, oben in den Infokarten. Kommen wir nochmal zu der Eingangsstudie, die sehr häufig von Seiten zitiert wird, auch vom Zentrum der Gesundheit. Eine Webseite, die auch gerade von alternativen Medizinern und Menschen oft aufgesucht wird. Und diese alternativen Mediziner und natürlich auch nicht die alternativen Menschen, die würde ich nicht per se irgendwie als nicht gut
ausdrücken. Also die Mediziner, die alternativ heilen, ist eine gute Sache, ne? Aber nicht immer. Man stützt sich aber dann massiv auf diese eine Studie und bewirbt damit eben auch diverse Vitaminpräparate und das auch bei Zentrum der Gesundheit. Und ein reduziertes Krebsrisiko ist natürlich auch wünschenswert. Aber es gibt keine verlässliche Aussage, dass diese Verminderung des Krebsrisikos nicht an anderer Stelle andere schädliche Auswirkungen nach sich zieht. Das ist genauso mit der Impfung. Ja, Impfung kann Sinn machen, aber man weiß halt nicht, was da auf der anderen Seite steht. Da wird viel spekuliert. Impfvideo, oben Infokarten. Ja, denn die Vitamine einer, die Effekte einer Vitaminüberversorgung, die sind bei Weitem nicht so gut erforscht wie die einer Unterversorgung. Deswegen neigten wir immer dazu, haben den Ansatz, ja, immer zu viel lieber zu nehmen als zu wenig. Und ja, das ist auch ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft. Und dazu kommt es dann eben auch bei einigen Vitaminen zu einer chronischen Überversorgung mit bestimmten Mineralstoffen oder Vitaminen. Und gerade wenn diese Überversorgung aus einer Quelle entsteht, die entweder aus zerstörter oder damit für den Körper nicht mehr als eindeutig identifizierbare Nahrung kommt, wie zum Beispiel der Kochkost oder eben noch drastischer ausgedrückt aus dem Labor, dann hat es natürlich ja, der Körper auch schwer, da irgendwie so einen Stopp zu machen. Und der, wir nehmen das einfach auf. Und das kostet natürlich auch immer wieder Lebensenergie, diese Sachen zu neutralisieren. In der veganen Rohkost kann man sich aus meiner Überzeugung, da die Lebensmittel wirklich noch rein sind und so wie wir von unserer Natur konzipiert sind, sie zu essen, ne, dass sie noch rein sind, da kann man sich nur ganz, ganz schwer mit einem Vitamin oder mit einem Mineralstoff dauerhaft überfressen. Und da ist einfach diese positive Rückmeldung, die ich gerade schon erwähnt habe, das ist ja ganz, ganz deutlich. Und wenn da eine Nahrung einen gewissen Nährstoff enthält, den wir einfach nicht brauchen, dann ist es auch so, dass man das irgendwie nicht mehr abkann. Wenn man hingegen einfach so eine Universaltablette hinterschluckt, da weiß der Körper überhaupt nicht, was wurde da jetzt reingeschmissen und kann sich auch gar nicht dagegen wehren, weil auch gleich so viel kommt. Und ist dann womöglich ein Leben lang damit beschäftigt, diese Stoffe zu neutralisieren, zu verarbeiten und eben auch auszuschalten, die wir ja gar nicht brauchen. Überversorgung, massives Problem. Und das kostet Lebensenergie, die eben dann auch den Organen weniger zur Verfügung steht. Das ist nicht alles ohne weiteres messbar, aber es erschließt sich eigentlich uns allen, denke ich, intuitiv diese Zusammenhänge. Da halte ich diese universellen Multivitaminpräparate generell für schlecht. Aber es gibt Multivitaminpräparate, die ich gut finde. Und das sind die, die für spezielle Personengruppen konzipiert sind und wirklich nur die Dinge enthalten, die diese Personengruppe auch wirklich benötigt. Und die sind meistens dann auch noch ein Stück teurer. Oder Vitaminpräparate, die auf eine bestimmte Krankheit konzipiert sind. Ne? Wirklich generell notwendig erachte ich im Endeffekt eigentlich kein einziges Multivitaminpräparat. Keines. Nicht mal ein einzelnes Vitamin oder einen einzelnen Mineralstoff finde ich notwendig. Ja, auch nicht Vitamin B12. Zumindest ist das der wirklich aktuelle Stand der Wissenschaft, wie ein Gericht in Deutschland vor kurzem öffentlich postuliert hat. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Ja, da ging es darum, warum Veganer eben nicht per se ein höheres Risiko haben, an einem B12-Mangel zu erkranken als Fleischesser. Und das Hormon Vitamin D, was eben kein Vitamin ist, das sehe ich aufgrund des Breitengrades, wo wir wohnen, wirklich als Notwendigkeit. Aber es ist halt kein Vitamin und Mineralstoff, es ist ein Hormon. Und da muss ich wirklich sagen, ja, Vitamin D nehme ich persönlich auch. Aber selbst da könnte man mit einer Lampe das Problem auch bekämpfen. Auch das Video zu der Lampe habe ich oben verlinkt, wenn noch Platz ist. Und ansonsten unten der Link zur Vitamin D-Lampe, die ich jetzt selber auch habe, und die Halterung. Aber dass man generell kein Vitamin und auch kein Mineralstoff braucht, also meine Aussage von gerade, das beinhaltet auch die Voraussetzung, dass man sich wirklich gesund und optimal möglich ernährt. Aber wer tut das schon? Ne? Und da sind wir dann wieder doch bei der Notwendigkeit, vielleicht für einzelne Personengruppen ein Multivitaminpräparat zu nehmen. Aber ein spezielles dann. Ich nehme zum Beispiel in meiner Ernährung, wie ich ja, durch monatelanges genaues Aufschreiben herausgefunden habe, zu wenig Jod zu mir. Und ich nehme auch zu wenig von einigen Aminosäuren zu mir, wenn ich mich ganz normal ernähre. Da supplementiere ich Jod und einige Aminosäuren. Dazu zur Sicherheit, das mache ich immer noch, Vitamin B12. Da eine Überversorgung mit der Menge, die ich da nehme, ja, relativ ausgeschlossen ist. Und ja, gefühlsmäßig, ich bin da konditioniert, ne, das gebe ich auch ehrlich zu, veganer B12-Mangel
Ich lasse meinen Spiegel einfach immer testen und wenn der nicht extrem hoch schießt, dann werde ich auch wahrscheinlich weiter diese Vitamin B12 Tabletten nehmen. Das Hormon Vitamin D nehme ich zusätzlich zu meiner Vitamin D Lampe auch, da die Lampe eben auch die negativen Effekte hat, wie das ständige ins Solarium rennen, was die Haut angeht. Und für viele Veganer, die sich eben nicht gesund vegan ernähren, sprich einen hohen Anteil an Rohkost, macht es eben dann auch wirklich Sinn, und das kann ich verstehen, speziell für Veganer konzipierte Multivitaminpräparate zu nehmen. Aber die sind dann ganz speziell für Veganer konzipiert. Auch da habe ich derzeit das populärste mal einfach unten verlinkt. Aber das muss ganz genau abgewogen werden und sollte niemals pauschal, also diese Multivitaminpräparate, zur Sicherheit genommen werden, so wie ich das mit Vitamin B12 mache. Ich bin da auch nicht ganz zufrieden mit meiner Einstellung, das sage ich offen und ehrlich, aber es ist meine Einstellung und ich bin offen zu euch. Ich nehme B12 zur Sicherheit. Aber bei Multivitaminpräparaten ist die Gefahr halt viel, viel größer, weil man gar keinen Überblick hat. Ich kann euch zu dem Thema Multivitaminpräparate und die Einnahme wirklich auch nur dazu animieren, erstens mit Chronometer, Link gibt's auch unten, kostenlos eure Nahrung so lange zu tracken, bis ihr ein Gefühl dafür entwickelt habt, welche Nährstoffe ihr tendenziell vielleicht zu wenig zu euch nehmt in eurer Ernährung. Und dann noch zweitens, dort wo ihr einen Mangel vermutet, erstmal die Blutwerte nehmen zu lassen. Wie so ein Bluttest funktioniert und wie das im Labor so abläuft, dazu habe ich ja schon mal eine Dokumentation gemacht, wo ich wirklich mal so ein Labor von innen sehen konnte und die Labormenschen mit meinen Fragen da penetrieren konnte. Unbedingt anschauen, das ist ein ganz, ganz tolles Video hier oben in den Infokarten. Ja, und erst dann sollte man idealerweise dann ein einzelnes Präparat oder dann eben ein Multivitaminpräparat mit klarem Fokus auf eine bestimmte Personengruppe, auf eine Krankheit, dann in Erwägung ziehen und dann eben auch genau schauen, was da drin ist und auch die Blutwerte weiter testen lassen. Und wenn Dinge drin sind, die man nicht braucht oder man eventuell sogar schon zu viel hat, dann lieber auf das Multivitaminpräparat verzichten und ja, dann halt doch vielleicht die einzelnen zusammen. Ist auch dann auch immer eine Preisfrage, genau, muss man dann halt eben abwägen. Ja, aber universal Multivitaminpräparate, die einfach alles irgendwie abdecken wollen, wie Zentrum oder das Gute Plus oder sowas, die sind aus meiner Recherche heraus, wo ich mich jetzt über das Thema informiert habe, die sind nicht zu empfehlen. Dazu kommt auch, dass die Stiftung Ökotest in ihren Multivitaminpräparate-Tests eigentlich auch aus genannten Gründen, da fast immer alle universal Multivitaminpräparate gnadenlos durchfallen lässt. Da gibt es ganz selten mal ein Präparat, was halt mit gut bewertet wird oder mit sehr gut. Ne? Wenn ihr das Video gut fandet und weiter durch Informationen und Inspiration die neuesten Fakten aus Wissenschaft und Gesundheit haben wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte immer bin ich dankbar für Feedback in Form von Kommentaren oder dann eben auch von Daumen. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.